Hallo, ist denn schon bekannt, was genau in diesem Karton war? Ja, noch ist nicht bekannt, was in diesem Karton gewesen sein muss. Die Polizei sucht auf Hochtouren hier nach möglichen Hinweisen. Das LKA, die Kriminaltechniker aus Münster, sind hier vor Ort. Die versuchen akribisch herauszufinden, was hier passiert ist. Es muss sich um einen sprengbaren Stoff gehandelt haben, der hier explodiert ist. Du hast ja auch mit Augenzeugen gesprochen. Was sagen die denn? Ja, ich habe mit Anwohnern gesprochen. Ein Anwohner berichtete uns, dass es eine laute Explosion gegeben hat. Er ist zum Fenster geeilt und hat einen Mann brennend gesehen, hat seine Decke genommen, ist die Treppen runtergelaufen und hat sofort das Feuer löschen wollen. Ein anderer Anwohner hat uns berichtet, dass er sofort mit Eimern runtergelaufen ist und auch da mit Wasser eben versucht hat, sofort diesem Mann zu helfen. Es müssen dramatische Situationen, Sekunden gewesen sein für den Mann. Ja, da wird jetzt sicherlich herausgefunden werden bald, was in diesem Karton drin war. Und vielleicht kann man davon dann Rückschlüsse darauf ziehen, wer das gemacht hat. Festin Pikiri, wenn es irgendetwas Neues gibt, dann sprechen wir uns natürlich hier im Laufe der Sendung. Herzlichen Dank erstmal.